Ja, willkommen, mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. Ja, wir sind wieder an der Stelle. Es ist wieder schon ein verdammt anderer Tag als bei der letzten Aufnahme, wo ich hier war. Und ich habe sogar geschafft, auf dem Weg hin nochmal Game Over zu gehen. Das macht mir langsam etwas Sorgen über den Schwierigkeitsgrad und so, ne? Weil, ja. Ja, ist scheiße. Jedenfalls. Wir sind wieder in Kampf gegen Ivar und ich muss jetzt erstmal wieder reinkommen, wie man das überhaupt macht. So, L1 und R2. Okay. Den Doppelling zurückzuwechseln, wiederholt die R1 und R1. Doppelpistolen können entfernt ziehen. So. Ich habe noch gar nicht ausprobiert. Ah, er hat auch einen Rad dann. Mein Gott, ist er langsam. So. Ich gehe ganz weit weg von ihm. Ich versuche ihn dann einmal abzuschießen. Oder entferne mich am besten. Oh, das wird lange dauern. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh, Kreuzfeuer, er hat sogar was abgezogen. Oh nein, die Attacke kenne ich noch. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Klappt das so? Ich glaube, das müsste so klappen, ne? Ja, bekommt sogar neue Arzt, richtig geil. Ich weiß nur, dass er in Zweikämpfen mit Jude richtig krass drauf war, der Ivar, deswegen kann er mal schön wegbleiben. Aua. Du kannst mal schön abhauen, ich möchte nicht, dass du näher kommst. Aua. Ja, und wir sind gleich wieder tot. Ja, du bringst mir ja noch alles bei. Mein Gott, ey. Geh weg, Ivar, geh weg. Jetzt einfach von Weitem abschießen. So geht das. Mein Gott, ist das... Aua. Richtig billig. Also von mir. Ah. So, nochmal mal heilen. Ich gehe auch gleich zurück und kaufe mir erstmal ein paar Heilgegenstände. Weil ich die wahrscheinlich brauche. Oh, was habe ich mir so genau dabei gedacht? Du musst nicht noch näher gehen, du hast Schusswaffen. Es war ja spannender Kampf, ne? Boah, dann kommt er mit einem Angriff und ich bin schon wieder tot. Oh ja, super. So, jetzt schön heilen. Ja, noch schöner, wenn er mich erreicht hätte. Geh weg, geh weg, geh weg. Warum bin ich noch so langsam? Oh. Ich soll Ballerchen aber nicht ab. Ey. Da. Warum habe ich jetzt wieder so wenig? So, komm her. Nein, boah. Irgendwie so. Ich versuch mal mit den Dingen. Ich bring's halt eher. Das wird jetzt nicht so bringen. Ich möchte auch so eine flinke Umrundung wie Jude haben. Alter! Ich dachte, du willst mir nur beibringen, wie man kämpft, ey. Aber treibt voll. Scheiße. Wesentlich bin ich auch ein bisschen schneller mit den Doppelklingen. Voll unfair. Ey, ich habe den erst 3000 abgezogen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, super geil. Ich habe gar keine Chance in ihn. Ich habe eigentlich nicht so eine lange Folge geplant, aber ich habe so das Gefühl, das wird eine lange Folge. Allein wegen dem Typen. So. Und jetzt schon.
Ey, da macht er einen Angriff. Ich glaube, das war blöd jetzt. Ich kann ja nicht mal richtig ausweichen. Oh, ich habe schon wieder vergessen, wie man mit den Doppelklingen. So. And try shooting it, okay. Okay, das dauert auch noch ein bisschen, bis man wechselt. Ah. Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, was mache ich da? Nein, nein. Alter. Ich muss ein bisschen trainieren, ey. Versucht das noch einmal jetzt. Der verbraucht meine Dingens einfach. Habe ich irgendwie was? Muss ich doch gar nicht erst wieder versuchen. Die ganze Zeit etwas so auf ihn schießen, aber was? So voll billig. Okay, 3000 habe ich schon mal. Ist ein bisschen traurig mit anzusehen, finde ich. Oder? Aber so könnte das klappen. Auch wenn das richtig billig ist. Immer schön auf ihn draufballern. Oh. Er zieht mir schon so viel ab, das ist richtig unfair. Ja, das ist doch sowas von idiotisch. Wenn man ein bisschen weiter weggeht, ich brauche Platz. Mein Gott, er ist so traurig mit anzusehen. Aber egal. Jetzt kommt er schon wieder, ey. So, schön weg von dir. Schön weg von dir. Er trifft mich noch nicht mal. Richtig geil. Ich weiß, das ist der spannendste Kampf, den ihr je gesehen habt. Aber dafür bin ich ja da. Das gute Niveau darf natürlich nicht zu kurz kommen. Oh Gott. Ah, ich wurde noch nicht getroffen, das ist auch gut. Ich drücke nur X die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ey. Eieieiei. Ich sollte mir echt so Gedanken machen, was Training nach diesem Kampf. Ich gehe auf jeden Fall speichern danach. Ich kann Bock hab, das Ganze noch mal zu machen. Nicht weil es zu schwer ist, sondern weil es zu eintönig ist. Offensichtlich, ne? Zack. Ich krieg nur 12 Erfahrungspunkte, ey. Ja. Blitzschlag. Hey, ist das ein neues Ding? Ich mag diese Dinger. I guess you don't have questions. You're just lucky it was me. Anyone else would be dead by now. You okay there, Ivor? Huh. Better than some phony who keeps sticking his nose into everyone's business. Mr. Handmaid's as charming as ever. Trickser. Okay. Habe ich den bekommen durch Spam? Ich gehe jetzt nochmal speichern, ne? Bin ich denn jetzt? So, okay. Weiter im Text. Wir haben neue Dinge. Da, richtig geil. Wir kriegen ja richtig schnell welche. Langer Schritt, Stärke und Sprungabbruch. Erdfunke, genau.
Blitzschlag. What? Drachenschuss, Beweglichkeit. Was für Abständen? Immer 50. Geil. Stahl, Schwalbentanz. Ja, schon eine gute Auswahl hier. Ja, warum denn zwei? Lass mal erstmal noch. Ja, das bisschen noch. Stärke und Beweglichkeit. Lass mal die erstmal so. Neue Fertigkeit erlernen. Perfekt. Stärke, das wirst du brauchen. So, wie sieht's jetzt aus? Variable Abzug kenne ich gar nicht mehr. Aber die können wir neu lernen. Jetzt würde ich gerne zurückgehen und speichern, weil ich habe keinen Bock, den Kampf nochmal zu machen. Dagegen, dem bin ich verreckt, ey. Der hat mich fertig gemacht. Oh, shit. Also ich muss ja echt darauf achten, ja, die Gegner von hinten anzugreifen, damit die Schaden bekommen. Also am Anfang des Kampfes. Ja. Sehr viel wird ja auch nicht mehr passieren in dem Part. So, Item Shop, genau. Ich brauche mal. Habe ich Geld? Ich habe Geld. Gut. Brauche ich. Nova, die wird uns wahrscheinlich anspringen, weil wenn ich das Geld irgendwie hier zurückzahlen, aber was soll's. Ich brauche das doch zum Überleben. Na, dann machen wir ein paar Kämpfe hier, würde ich sagen. Weil so kann das nicht weitergehen. Ich frage am laufenden Band. Sogar mit der Dreier-Truppe mittlerweile. Warte mal, habe ich noch Fertigkeiten? Irgendwas? Angriffsschutz. Du kannst beim Fortschritt einen Angriff. Ach so, ja. Warum sind denn alle immer noch im Eimer? So, komm mal her. Zack. Die Viecher haben mich fertig gemacht, ey. Ich muss aufpassen. Opa. Mach mal nochmal. So, zack. So, komm her. Werden wahrscheinlich nur Kämpfe kommen. Oh ja, ich erinnere mich. Du schießt nicht auf uns. Und zack. Ich mein Elven hier wechseln. Aber also jetzt hatte ich Jude natürlich nicht, ey. Gut. Die gleichen Siegesanimationen, geil. So. Wer hat denn eine neue Fertigkeit? Intelligenz. Weiß ich gar nicht, ob ich noch brauche, aber egal. Warte mal, sollte ich mal vielleicht wechseln? KP gewinnen. Auskundschaften. Gegnerische Schwächen werden angezeigt, wenn du das Ziel wechseln, Taste drückst. Nein, das ist jetzt nicht interessant. Langer Schritt. Stärke und Sprungabbruch. Ich würde sagen, du nimmst so lange Blitzschlag. Ach, muss man erst Dingens oder was? Ich glaube, hier nicht. 500. Aber Stärke, ich würde Stärke haben. Braucht er eher als Intelligenz. Finde ich. Da versuchen wir ein bisschen weiterzukommen. Aber auch ein paar Gegner zu töten. Jawohl. Wahr sein, ne? Stimmt, ich habe ja ein paar neue Arts und so. Aber Donnergrollen, wo ist das letzte? Mondspiegelung. Ist gut. So, jetzt seid ihr dran. So, Alvin, hast du irgendwie was wir machen können? Gut so. Ja, ein paar Gegnerplatten. Evan. Gut, ich habe mir voll angewöhnt aus dem ersten Teil hier, mit dem Kampf zu wechseln. Aber
Ja. Ja. Müssen wir nur noch mehr Erfahrungspunkte kriegen. Viel, viel mehr. Gar nicht wahr. No hostiles. Was? Oha. So, hier habe ich gesehen. Ja, irgendwie so random Dinger kann das sein. Also nur noch 15 Dinger. So geil. Ja, wie gut das geklappt hat. Oh nein, Elvin. Elvin, schaffst du das noch zu überleben? Oh Gott. Aua. Aua. Oh nein. Das gefällt mir gar nicht, dass du auf uns schießt. So ein Kampf vor Eiber, da waren ja auch so geskriptete Gegner und da war auch so einer. Der hat mich richtig angekotzt, ey. Wir sind schon wieder alle tot gleich. Ich muss mir angewöhnen, den jetzt zu machen am Boden. Also wenn die am Boden sind. Ey, bin ich voll im Eimer. Oh, schön. Ich will auch so einen Heil-Move haben. Morgenlicht, okay, eine neue Art. Kenne ich gar nicht. Also nicht aus dem ersten Teil. Morgenlicht. Versetzt deinen Gegner zwei schwere und zentrale Hiebe und strahlt ein warmes Licht aus. Wow. So, Kieselstein, Zerbauschlag, das muss nicht sein. Jetzt kannst du. Okay, Ludger, du bekommst was anderes. Du bekommst, weiß ich nicht, hier das hier. Und du bekommst jetzt Blitzschlag, weil das ist ja richtig ergiebig hier. So. Unser Überleben ist ein bisschen gesichert, finde ich. Ich jetzt nur wüsste, wo ich hin muss. Na, komm her. Ma. Hat halt drei von diesen Typen, das ist ja richtig toll. Also mehr kann ich glaube ich gar nicht einsetzen, ich habe keine TP mehr. Ach, ist egal. Oh geil. Oha. So, jetzt schieße ich auch mal. Oh, da ist ein Powertreffer, ich gehe jetzt mal. Oh, gut so. Sehr schön. Das war der Angriff nochmal. Sehr schön. Okay, ich hole ein paar Knarren. Ja, aber nicht meine, das sind meine nämlich. Sag ich mal, wirklich, hier kommt nicht noch irgendwann ein Boss. Weil dann habe ich ein Problem. Auto, egal. What? Ma. Ich wollte erst so geil die Truhe abgreifen und dann. Ah. Und dann wollte ich eigentlich auf euch losgehen. Wahrscheinlich ist da was voll Geiles drin. Ja, langsam kriege ich die Gegner. So, Jude, du brauchst mal etwas. Ludger tut direkt auf die Knarren wechseln. Das ist wahrscheinlich auch intelligent wäre. So, was ist das neue Art? Ich will mal einsetzen. Weiß nicht, hier. Morgen nicht. Okay. Wo ist denn jetzt Dingens? Wo ist denn jetzt Heiler? Oh, ich habe schon wieder keine TP. Ich guck die ganze Zeit auf Ludger. Waffen, Rüstung und Zubehör. Wenn du zum ersten Mal in eine neue Stadt kommst, findest du in den dortigen Läden wahrscheinlich neue Ausrüstung, die dir bei der bevorstehenden Kampf nützlich sein wird. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, deine Ausrüstungsteile so oft wie möglich zu verbessern. Zubehör mit besonderen Effekten ist ein weiteres Must-Have für Auseinandersetzungen mit starken Gegnern. Passe deine Ausrüstung stets im Menübildschirm an die Gegner an, gegen die du kämpfen wirst. Waffen verbessern? Oh, geil, Geld. Ich will abgeben kann.
So, Tisch ignorieren wir mal. Ah, scheint verschlossen zu sein. Oder würde ich mal sagen, wir beenden heute den Part hier, weil ich wollte jetzt mal eine etwas kleinere Episode machen. Weil ich noch keine Zeit hatte, irgendwie was zu machen. Deswegen. Oh fuck. Ich hänge hier fest. Ich gehe noch kurz zurück, speichern. Oh Gott, geh weg. Dann rennen wir den ganzen Weg noch mal hier rein. Und ja, würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Oh, in Sicherheit. Also, bis dann. Tschüss.